Hallihallo, Löschen, und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei The Crew Wild Run mit dem Don. Hallo. Und dem Dra. Servus. Und dem Dödel, der hier quatscht. Das bin ich. So, wir sind immer noch im Summit. Ich mach mal auf Spielen und wir machen dann mal, jetzt dürft ihr wieder entscheiden. Also Crew-Zeitrennen hast du echt versagt, ne? Das ist das Einzige, was wir bisher in Bronze haben und in Silber. Wer versagt? Ja, der mit dem Mobilet so langsam vor uns hergefahren ist. Achso, ja. So, was machen wir? Erzählt? Komm. Ja, ja. Ich weiß nicht, wollt ihr jetzt noch irgendwas vom Summit aus machen? Oder also wollen wir irgendwas Summit anderes machen? Voll. Ich wollte, ich habe nicht, ich habe ja ohne Rang. Oder Rang, ohne Rang, ohne Rang. Also wenn er sehen wollt, wie ich mich blamiere, dann gehen wir in den Drift. Ja komm, lass mal drin. Ich will wenigstens noch Silber haben. Ja, weil das Drift kann ich gar nicht. Naja, ich habe zwar ein Drift-Auto, aber ich habe... Ich habe mehrere, mit denen ich nicht umgehen kann. Und das ist gut. Ja, aber ich habe damit ja bloß einmal bin ich glaube bloß damit gefahren oder so bisher. Mein Nissan 350Z, mit dem ich jetzt auch fahren darf, mit 312. Das ist ja geil. La la la. Die Mission beginnt in Kürze. Ach, die direkt. Okay. Bei 6 hört's auf, aber Ladebildschirm ist immer noch da. Das ist super. Super ist das. Ich mag solche Ladezeiten. Jo. Wer macht denn hier mit dem Lambo bitte schön Drift? Der andere sieht einfach nur scheiße aus, deswegen habe ich immer hingenommen, der neutral aus. Oh, hier kann ich meine Hupe wieder testen. Ist doch nicht. Oh Gott. Ich bin voll raus aus den Drift-Geschichten. Ich eigentlich nicht, aber hier ist es irgendwie nicht normal. Wann fährst du auch oder bleibst du am Start Fuß stehen? Ich habe nur noch schnell Settings geändert. Achso, ich dachte, dass du quasi den Geheimtrick kennst, dass du erstmal wartest, bis die Anfänger weg sind. Nö, da hier auch Kollision ausgeschaltet ist, spielt das glaube ich keine Rolle. Ob da irgendjemand im Weg rumfährt. Achso, das stimmt ja, ich kann ja durch den da durchfahren. Wie in real life. Ja, nee, da so nicht. Habe ich die Möglichkeit mit dem Auto nicht. Oh Gott. Ja, wenn ich gucke, ich habe gerade mal 6000, der ist schon bei 20. Was? Ich bin bei 1800. Ah, wenn ich dann gegenlenke, dann haut's mich dann direkt in die andere Richtung. Ich muss das echt mal üben. Ich habe Drift bei Need for Speed zum Beispiel, bin ich übelst gegangen. Das ist eine ganz andere Welt bei Need for Speed. Ja, ja, aber ich bin immer noch der Meinung. Ist es auch, klar. Aber ich mach's immer noch gerne. Deswegen würde ich das eigentlich mal ein bisschen üben wollen, eigentlich hier irgendwie, aber irgendwie. Versuch mal, ob du besser klarkommst, wenn du in Settings auf Lenkrad umstellst und auf manuelle Schaltung und dann meinetwegen zweiten, dritten Gang, je nach Auto. Ob dir das, ob das besser klappt. Ja, das müssen wir mal irgendwann kann mal machen. Kann ich überhaupt auf Lenkrad schalten, wenn ich keins dran habe? Du hast, dort wo du die Fahrhilfen einschaltest, hast du ganz unten einen Punkt. Da kannst du einstellen, ob du automatische Erkennung, Pad oder Lenkrad hast. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Tastatur auf Lenkrad umgestellt. Weil mit Lenkrad komme ich mit den Driftern überhaupt nicht klar. Und habe dann halt manuell zweiter Gang, Lenkrad-Einstellung. Du kannst ja noch mal probieren. Na los, ich bin immer noch nie Silber, ich muss noch mal. Alle Fahrhilfen, Sport, Hardcore? Ich versuch's jetzt trotzdem, nochmal so. Lenkrad. Versuchen wir das doch mal.
Stoppuhr die ganze Zeit offen, aber nie angemacht. Ich hab zu lange gebraucht. Schlau. Aber ich habe ja auch bloß ein Auto von 328, ne? Das ist ja auch nie so. Also. Das spielt aber, glaube ich, beim Driften eher eine untergeordnete Rolle. Ja, ne, Stabilität und sowas, ne? Wie unser Aki, der vor dem Rennen reduziert dabei seine Tuningstufe. Kommt da besser damit klar. Okay. Oh Gott. Ihr könnt euch ja das Video irgendwann mal angucken, wenn das am 6. oder so rauskommt. So weit sind wir schon. Dann könnt ihr mir ja vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben. Ah! Na, da, was ich jetzt falsch gemacht habe, das will ich selber, das braucht ihr mir bitte nie kommentieren. Alter, was ist los? Tolle Runde. Super Runde. Ganz großes Kino. Ah, zu Zeit eingelenkt. Mann. Was ist denn jetzt los, verdammt? Wo ist denn eigentlich der Draht jetzt? Hat er Disconnect? Ich war zu lang. Ich hab zu lange gebraucht. Mit einer Einstellung. Ach so, Scheiße. Deswegen darfst du gar nicht erst mitfahren. Ah. Ich hab nicht bestätigt, es war zu schnell weg. Und jetzt fahre ich gerade mit einem Pad, was auf Lenkrad eingestellt ist, hier draußen mit einem Drifter. Und ich muss feststellen, der Arsch geht ja nur noch weg. Kannst du einfach schneller einlenken. Und das ist ja, ein Vorteil, das ist das hier. Problem. Oh Gott, das ist doch nicht normal. Wieso steht bei dir 0 Punkte? Weil ich noch keinen Abriss hatte. Ach, klasse. Der sammelt immer noch. Der sammelt immer noch. Das ist schön. Aua. Und ich sammle irgendwie gerade Berge. Ich weiß auch nicht warum. Gilt das jetzt trotzdem bei dir? Ja. Ja. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Und das ist nur... im Vergleich zum Ranking ein mittelprächtiges Ergebnis. Ich glaube, ich muss mein Lenkrad aber nach rechts automatisch. 120.000, Alter, du hast einen Schaden. Das ist Platz 233 nur. Musst du mal von Husky die Videos angucken dazu. Wahnsinn. Nee, lieber nicht. wo sehe ich denn jetzt mein Ranking kleiner mal wieder? Ach hier. Warte mal, ich brauche noch, sagen wir mal, 20 Plätze oder sowas. 23, dann habe ich auch Silber. Na, ach, dann mach doch einfach diese Skill-Test. FF-Herausforderung und sowas, oder was meinst du? Das können wir auch noch, einfahren, aber mach da erstmal diese drei Skill-Tests. Slalom, Präzision und Hillclimb. Ist doch egal, was für ein Ranking du hast, Hauptsache du hast eins. Okay, ich mach mal hier, ach, Blitzreise, alles klar. Oh ne, habe ich jetzt die Driftkarre? Achso, ich kann ja noch tauschen. Slalom, ja klasse, was nehme ich denn da? Limmstraße am besten. Ja, ach nee, du hast ja nur den Challenger, oder? Ne, den Charger habe ich da als Straße. Die sind nicht unbedingt gut geeignet, also diese Ami-Kisten sind sehr schwer. Ja, klar, weil die halt... Ich muss ja aber jetzt hier ohne Gold fahren. Ich muss ja reicher theoretisch Silber oder sowas. Oder dass ich es überhaupt gemacht habe, würde ja sogar reichen. Ja. Außerdem überhole ich gerade Gold und es regnet vor allem ohne, Alter. Das ist echt total nett. Dazu werde ich nicht eingeladen, komisch. Nee, habe ich auch alleine Blitzreise gemacht gerade. Okay. Das ist, hab das Silber gekriegt, ist alles gut. Das gefällt mir doch schon mal. So, was kriegt man denn? Motorkern. Das ist gut. Ausstatten. So, Belohnung. Fortfahren. Wie komme ich jetzt wieder zu dem Ding? Damit hin, Kurzreise, Schnellreise. Ach so.
Immer diese Schnellreisen. Wo ist denn das? Ach, hier oben irgendwo. Ne, her. Hö, schielig. Detroit. Ach, hier ein Stück weiter links. Warte, 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 warte. Da. Betreten bitte einmal. Da müsste ich ja jetzt schon... So, da bin ich jetzt Rang immer noch 2565. Hat sich nicht geändert, ne? Na gut, probieren wir nochmal Präzision. Fahre schnell durch jedes Tor. Na gut. Was nehme ich denn dafür? Dodge Viper vielleicht, ja? Probier's mal, ja. Mit, also PE ist das aber. Ja, kannst du ja mal probieren. Im Dunkeln bei Regen, ist das irgendwie üblich oder? Wir haben gerade Nacht im Spiel. Oh, wahrscheinlich schlechtes Wetter. Und eine Scheißstrecke. Für ein Performance-Karren. Hier würde ich glaube besser kommen, wenn ich meine Rallye oder mein Gelände nehme. Silber, naja. Ich weiß nicht. Klar, ein Auspuff gewonnen. Ausstatten. Nochmal. Ich probiere mal ein anderes Auto, mal sehen. Ein Drag, na klar. Ich nehme mal Gelände, mal sehen, ob das was wird. Der ist halt zwar um einiges langsamer, ne, aber stabiler auf den Straßen. Na, und handelbarer auf den Straßen. Merkt man direkt. Nein! Ah! Ein Tor bis jetzt verpasst. Oh, Kacke. Zwei, drei. Einmal auf dem Rasen, bitte. Danke. Schade, das war's auch nie. Ich hab die Kurve aber auch scheiße gekriegt. Es regnet übrigens nicht mehr. Ah ja, Stufe 49er Getriebe. Bleib mal da vorne stehen, dann guck mal, mit was ich das Ding fahre. Ich will's gar nicht wissen. Ausstatten. Oh, oh, oh. Bodenwelle? Bodenwelle? Mit Monster Truck ist okay. Geht aber auch eigentlich, ne? Mhm. Ja, ich fahr nochmal. Ja, Bremsen mit Bremsen, mit Bremsbonus gekriegt. Nee, Auspuff mit Bremsen. Oh. Was habe ich alles schon? Ja, wenn du mit dem immer die Kontrolle verlierst, dann ist auch kacke, ne? So ein bisschen. Ah, jetzt lief's besser. Irgendeiner umgefallen. Yeah, Gold! Wupp, wupp, wupp. Besser wie Silber. Würde ich jetzt mal so behaupten. Einfach mal so in den Raum geworfen. Bremsen gewonnen. Ausstatten. Ich weiß auch nicht, was sie schon wieder randaliert. Deine Katze, oder? So. Ich habe keine Haustiere. Okay. Zumindest keine von denen, was weiß. aber weißt du, wenn wir gerade mal hier sind, ne? Fahr ich mal kurz hier rüber, weil hier blinkt irgendwo ein Autoteil. Oder Satellit. Baum. Ich wollte gerade genau drauf zufahren, da war ein Baum im Weg. Ah, Satellitenstation. Oh, ich muss noch Freifahrtstand machen, da habe ich auch noch keinen Rang. Siehst du? Also machen wir jetzt ein bisschen sammeln, damit wir alles voll haben, oder wie? Was bringt mir das eigentlich? Also jetzt mal so ganz blöd gefragt. Du hast dann vielleicht wieder die Chance, zum Beispiel noch einen Extreme Pit zu bekommen, wo du dir einen neuen Dragster, einen neuen Monster Truck oder was auch immer holen kannst. Ja. Wenn du auf Silber kommst, ist bei mir aktuell, wenn ich auf Silber bin, Teilepaket 40% Chance.
Monster Truck Kit 40% Chance oder Crew Credits 20% Chance. Okay, also ich bin jetzt auf 2317, das heißt, ich bin jetzt bei Silber. Aber ich kann ja noch mal hier... Wieso bin ich... Ach so. Klettertour, Alter. Ob ich das jetzt machen will? Ja, einmal kann man es ja probieren. Da habe ich wenigstens einen Rang, ist ja alles gut. Klettertour mache ich am besten mit einem anderen Auto. Ja, ein Monster Truck habe ich nie. Das wäre eigentlich auch mal eine geile Maßnahme, muss ich sagen. Jetzt fehlt mir nur noch Monster Truck von den Exoden. Mopeds? Nee, Mopeds sind ja keine Exoden. Nee, also Drag habe ich ja jetzt in, Drift habe ich ja in und jetzt fehlt mir noch ein Monster Truck. Wo ist denn ja, hier? Dann musst du dir pflichtmäßig noch ein Moped kaufen. Nö. Tut das denn? Für die gemütliche Sonntagsausflüge. Tut it in Note. Ach, hier ist er ja. Hier habe ich aber schon Gold. Was macht man da? Nochmal fahren. Ja, schwer, es gibt ja noch Platin. Aber Platin ist ganz schön schnell. Aber ich habe Platin überholt. Nein, Platin überholt mich. Nein! Arschloch. Kurz vorm Ziel, weißt du, ist wieder dieser Jojo-Effekt. Egal. Aber ich habe ja wenigstens jetzt mal einen Rang dort. Weißt du schon, dass der Platin-Fahrer, den du da überholt hast, ein ganz normaler Spieler ist? Ja. Mach doch mal aus Spaß. Nö. Mach doch mal aus Spaß. Warte mal, du kannst doch rein theoretisch, wo bist du denn? Da bist du, also ist das der hier. Wenn du das Rennen auf der Karte einmal anklickst und gehst unten auf Geist, kannst du dir in der Liste, die dann kommt, aussuchen, welcher Geist vor dir fahren soll und gegen wen du fahren sollst. Okay, will ich aber gar nicht, habe ich Angst vor. Doch, doch. musst du echt mal machen, da sind ein paar dabei, die sind richtig klasse. Nimm mal Freunde, das sieht immer gut aus, wenn du dann dagegen gewinnst. Wird aber nicht passieren, weißt du, das ist nämlich mein Problem. Och. Wo warst du jetzt? Bei Gold warst du jetzt. Mhm. 3333, du bist von mir punktemäßig gar nicht mal so weit weg, nur 921 Punkte. Ja, schade, jetzt habe ich es mal mit einem Geländefahrzeug probiert, aber auch das habe ich nie vor Platin gekriegt. Ich überlege, mit was Erfolg freigeschaltet, Geisterjäger. Okay, da hintere Stoßfänger gewonnen. Yeah! Für mein Geländefahrzeug. So, mit was könnte man es nochmal probieren? Nee, das war die Map, die wollte ich nicht. Ja, du hast doch ein Motorrad. Ich hab, ach so, ja, du hast ein Motorrad. Wer für den Laster? Will den Laster-Deals hier haben. Ja, ne? Wir könnten hier bei dem Hillclimb-Test mal was ausprobieren, ob es klappt. Ich probiere es jetzt mal mit einer Straßenvariante, mal sehen, ob das was wird. Aber wahrscheinlich nicht. Performance hochgurken. Oh ja, oh ja, oh komm! Alter! Ich häng den an der hinteren Stoßstange. Oh nein, oder? Das war ja gerade so scheiße knapp, ne? Ich bin gerade durch den durchgefahren, weißt du? Und trotzdem noch Gold. Ist doch scheiße. Felgen gewonnen, ja, läuft. Hier ist gerade irgendeiner angekommen. Hallo Dra. Hi. Ich habe gerade 64 Punkte plus gemacht. Warum? Ich will aber nochmal, ich probiere jetzt mal. Du bist mit einer Performance Car hochgegeigt, ja? Ja. Okay. Warte. Ich geh an dir vorbei. Oder auch nicht. Hätte das klappen können, meinst du? Okay, mit einer Performance-Karre ist echt easy, jo. Oh, wenn ich natürlich auf der Straße bleibe. Vorausgesetzt.
Ah, da krieg ich Platin, ja, da hast du recht. Yay, Hupe geht. Juhu! So, was machen wir als nächstes? Erzählt immer. Felgen gewonnen. Felgen gewonnen? Was will ich denn mit Felgen, verdammt? So, ja, nö, also von mir aus können wir was anderes machen. Ich hab schon lange keinen... Was? Ach so, ich muss dich neu einladen? Nö. Nein, aber mach irgendwas und lad dann ein. Wieso ich? Weil du der Krug-Captain bist. Ja, aber ihr... Aber... Na eben, eigentlich kann ich auch jemanden von euch jetzt... Wie darf ich Herausforderung? Warte mal, ich hab grad eine Idee. Wo wollen wir die machen? In der Wüste? Was, freie Fahrt-Herausforderung? Nee, freie Fahrt-Herausforderung sind ja die von dir, die fahren. Hm? So, du bist jetzt Crewleiter, du darfst jetzt bestimmen, Herr Don. Weil, Story müssen wir ja nicht mehr fahren. Deswegen kann ich ja eigentlich die Leitung auch abgeben. Kannst du machen. Weil ich brauche keine Wegpunkte mehr setzen jetzt, weißt du? Wir können ja die Runde durch den Grand Canyon fahren, aber das... Ich weiß nicht, ob du das in eine separate Folge packen möchtest. Ja, wahrscheinlich wäre sinnvoll. Wird er bestimmt nie... Also, wir haben noch 4 Minuten. Nee, dann würde ich es in eine separate Folge folgen. Genau. Hui! Huch, ich hänge. Ey, du Nachmacher. Aua, 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 aua. Ja, also Chef, mach mal nach. Au, 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 au. Nee, ich bin ja... Ich hänge am Baum. Und? Verdammt. Wir können ja hier an dem Hüglein-Test mal was probieren. Oh, jetzt kommt's. Erzähle. Wo bist du? Ich muss erst mal kurz gucken, wo sich Draht dann am besten hinstellt. Wo bist du? Warum bist du da unten? Sollen wir da runterkommen? Nee, warte mal. Ich will erst mal kurz was gucken. Gucken wir mal dieses Sonnendings hier an. Nee, das Stern. Komm mal zu mir. Dort bis hinten, gut. Was ein Wildwechsel hier bei mir gerade ist, der Wahnsinn. Ich hätte gerne eine andere Kameraperspektive, das ist doch kacke. Kann ich die Sternwarte gar nicht richtig angucken. Starte den Hüglein-Test mal mit einem schnellen Motorrad. Und wenn du hier bist, bleibst du vor diesem Felsen mal stehen. Okay, vor dem Teil stehen mit einem schnellen Motorrad. Ich gebe dir dann einen Stups mit dem Dragster. Und was mache ich? Gibt es irgendwo einen Platz für mich, wo ich das Ganze aufnehmen kann? Stell dich dann am besten mit hierhin, wo ich jetzt auf Dra warte. Okay. Mal gucken, ob es klappt. So wie du stehst? Ach, du willst einen Windschatten? Nee, ich will nicht einen Windschatten, ich will dich anstupsen. Ach du Scheiße, dann schießt mich ja raus. Dann schießt sich in die Höhe. Gottes Willen. So, wo habt ihr das jetzt vor? Wo fährt denn drei jetzt hin? Zum Start. Ach so, und ich soll mich hier hinstellen, ja? Einfach hinter mich, ja. Okay. Du musst halt was gucken, wir stehen relativ in der Kurve. Ich habe keine Ahnung, was ihr tut, aber... Kann ich, soll ich, tue ich? Kannst starten. Mal schauen, ob wir es hinbekommen oder ob wir uns anstellen wie die ersten Menschen. Wahrscheinlich wie die ersten Menschen, jedenfalls der Teil von mir aus. Die ich mitfahren? Ja, ne? Macht das Sinn. Ist klar, so viel zum... Fast erwischt! So viel zum Film. Fast hat er mich erwischt. Aber so wie ich hier hänge... Danke. Wieder nochmal zum Start. Also das Beste ist, wenn du eigentlich schon hier an dem Felsen bist, wenn ich dich anstupse. Also soll ich denn da oben direkt nach rechts ziehen? Aber da kann ich doch oben in der Kurve eigentlich warten, oder? Kannst du machen, ja. Ja, mit Blick nach unten. Weil ich komme euch ja... Ich komme euch ja gar nicht hinterher. So richtig, zumindest... Ja, ich weiß, aber auch da komme ich nicht so richtig hinterher, bestimmt. Warte. Nur sagt gut. Ich
traue mir immer nicht, den Dragster zu nehmen. Das ist das Problem. Ich komme mal wieder runter, warte. Hä? Bleib da oben in der Kurve stehen, da fliege ich doch eventuell. Ja, vielleicht schaffe ich das. Das kann er auch machen. Oben in der Kurve stehen bleiben, genau. Das sagte ich doch. So, und ich ziehe dann nach, wenn ich an dir vorbei bin, direkt gleich nach rechts. Richtig, du bleibst dann vor diesen Felsen. Vor dem Felsen stehen, der kurz, oder der praktisch die Grenze ist, wo diese Zäune dann da oben anfangen. Da soll ich stehen bleiben. Vor dem Felsen. Okay. Okay, so sehe ich einen Scheiß. Moment. Warte mal. Gott, ich hoffe, ich stehe euch nicht im Weg oder so. Aber ich kann gerade nicht weiter. Noch weg. Ich kann aber gerade nicht rückwärts fahren mehr. Muss ich jetzt wieder lenken und ich glaube das. Oh, 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 das war nix. Hier soll ich stehen bleiben. Jo. Ah, nee, hier vor dem Felsen. Also würde ich das sogar sehen hier. Hier vor dem Felsen. Alter, mit dem Dragster, ne? Ist ein Graus. Da stehen bleiben, okay. Na, das war jetzt auch nie die beste Idee. Bin ich mal gespannt, was die hier vorhaben. Aber so haben wir die 4 Minuten schon mal sinnlos ausgenutzt. Das ist gut. Und sinnlos Zeit vergeuden sind wir gut. Warte. Das kriegen wir hin auch. Da fährt es. Huch. So. Und, da kommen sie, und. Ich bin zu weit links, tut mir leid. Ich bin immer zu weit links. Tja, ich würde sagen... Lassen wir das erstmal. Wir können das ja einmal nochmal am Anfang... Du kannst ja schon mal runterfahren. Wir machen das noch einmal am Anfang der nächsten Folge. Und dann machen wir... Was wollten wir machen? Achso, hier dieses Canyon-Rennen fahren, genau. Genau. Genau, machen wir so. Ich hab mir Erfolg gerade bekommen. Steige 8,85 Kilometer. Alles klar, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Tschüss.